Wir kriegen diese verdammten Athener nicht klein. Und entlang unserer Verteidigungslinien steht eine Schlacht bevor. Willst du heute an der Seite geborener Krieger für Sparta kämpfen, Söldnerin? Ja, aber natürlich. Ich kämpfe. Gut, wir können dein Schwert gebrauchen. Für Sparta! Da ist Sparta nämlich. Per Euro. In Ordnung. Für Sparta. Schlechter Tag für Athen. Ein glorreicher für Sparta. Einmal so tun als. Hey, du Fettsack. Da muss ich ein bisschen beeilen. Oh, der ist so ein. Der ist ein großer. Also nicht groß an dem Ende. Oh Gott. Ja, lol. Leute, ich muss da hin, sorry. Der ist wichtiger. Keine Zeit mit euch klein da zu prügeln. Während da so ein einer auf dem Präsentierteller sitzt. Also sorry, aber ich muss die Chancen da ausgleichen. So. Geh mal, gib das mal her. Ist ja schlimm. Entschuldigung. Das muss ich einnehmen. Yes. Aber. So, der nächste, der einmal kurz rauf geht. Yes. So, finde ich eigentlich ganz gut, wenn ihr da einfach alle schon seid. So, ich war jetzt nur bei den Fettis. Du bist fett, du kriegst Feuer. Nein, die sind nur groß, fett ist ja gar nicht. Egal. Yes. Sieg. Für den Feind nicht der Hauptmann, okay. Aber, Entschuldigung, du bist zum Hauptmann. Hallo Hauptmann, darf ich kurz helfen? Tschüss, Herr Hauptmann. Ich hab mich ja nicht an gewöhnt, das dauernd zu drücken. Nicht gut. Auf jeden Fall den Hauptmann. Wo? Da. Man gewöhnt sich da nicht schnell dran. Das ist irgendwie witzig. Tschüss. Sind ihr Kräften am Ende? Ja, ihr euren Kräften am Ende, das stimmt. Das ist eine wahre, wahres Wort. So, war letzte gewesen sein. Fehlt ihr Athena? Ja, natürlich. Sieg. Yeah.
Nice. Es konnte nur einen Sieger geben. Banditenbogen. Yeah. Na, wo geht wohl das Malis? Wenn mir aber so angezeigt, ja. Erweckt Erinnerungen. Sprich mit Herodotos bei den Thermopylen. What the fuck? Okay. Ach ja, das, also, ich sage jetzt schon mal Metro Exodus auf der PS4. Es wird spannend, aber ich glaube, das kriege ich hin. Auch wenn Ego-Shooter PC-Spiele, eigentlich war es ja für PC geplant, ne? Aber da gab es ja wohl so einen Exklusiv-Deal, hust, hust, was? Ja, gab es, ich finde scheiße, ich will selber nicht. Hallo Foxy, wenn du das siehst. Ah, scheiße, Steam. Ah ja, es ist mir aber auch passiert ja manchmal. Egal. Die paar Minuten, die ich jetzt noch spiele, werde ich jetzt das nicht neu machen. Also ja, aber ich glaube ab nächste Woche wird es dann wieder ruhiger, hoffentlich. Na sollte. Doch sollte. Wird hoffentlich. Muss ruhiger werden. Ich habe halt noch dieses Wochenende einiges zu tun, aber nächstes ist dann wieder ruhiger, da habe ich dann wieder Zeit zu zocken. Also ein bisschen mehr aufzunehmen und nicht nur 56 Minuten Skyrim. Passen die Wachen sicher gut auf. Es lohnt sich auch total, es ist 56 Minuten Skyrim, wenn du machst das nicht. Nee, ich mache das manchmal, weil das liegt bei mir auch andere Gründe, ne? Bei Skyrim und Red Dead sind ja sowieso etwas mal ausgefallen. Einmal wegen meiner Magen-Darm-Grippe, die mich ja in dem Jahr übelst kalt erwischt hat. Also ich habe vorher noch ein Let's Play aufgenommen, was ich wieder verworfen hatte. Magen-Darm-Grippe sei Dank. Nein. Es ist laut, da war die Magen-Darm-Grippe wieder auch. Jein, war mit bei. Ja, also war sie halb. Sag mal, so durch diese, die ich da hatte, konnte ich die LP leider nicht in dem Zeitraum fertig aufnehmen, obwohl es aufgenommen werden sollte. Denn ich habe es vor Weihnachten angefangen. Und eigentlich wollte ich das während der Weihnachtszeit anfangen. Es war Uncharted 4, ich kann es jetzt mal sagen. Das wollte ich während der Weihnachtszeit anfangen und auch während der Weihnachtszeit noch beenden. Ja, oder so ein kleiner Shooter, so ein bisschen, weil ist ja auch so ein, ja, weil Shooter ist kein Shooter, Third Person Abenteuer, Adventure, Action Adventure. Mit so ein bisschen Shooter, mit Klettern, weil jeder kennt glaube ich Uncharted. So. Ist nicht so lang, obwohl Uncharted 4 für den Uncharted Teil schon länger ist, aber jetzt kein ultra langes Game. Es ist schnell gespielt. Man kann eine Story erleben, man kann einfach durch. Habe ich leider aus Gründen abgebrochen. Kann ich am Anfang. Irgendwann mal. Ich weiß nicht wann, aber erstmal muss ich ein neues Versprechen einlösen. Ne? Hier werden sie besonders wachsam sein. Fallout New Vegas. Muss ich ja erstmal hier an den Mann bringen, bevor ich jetzt große neue Let's Play starte, jetzt in alten Spiele. Bevor ja keine alten Spiele starte, bevor das nicht gestartet ist. Metro Exodus, das sehe ich jetzt mal nicht dazu, weil das sind so Games, die ich halt schon bei Release zocken. Erweckte Erinnerungen, mal gucken, was passiert. Dumm. Ja, gut dabei mit Nebenquests und allem Möglichen. Also, wie es momentan aussieht, waren wir echt 100% Run hier. Also, jetzt außer irgendwelche komischen Herausforderungen, aber. Ja, sieht momentan ja gar nicht so schlecht aus. Da soll ich es vielleicht definitiv nicht tun, denn außer ich will sterben. Will ich aber nicht. Ja.
machen wir es mal so. Ganz, ganz klassisch. Man hämmert einfach die Kreistaste. Ja, ist auch so geil gemacht. Das ist ja dann, ich mache nichts, aber die Kreistaste hämmern. Ist total witzig. Aber finde ich auch ganz gut, ne? Sonst müsste man da mal runterklettern. War, glaube ich, in damaligen Assassin's Creed so. Ich bin kein Bogenschütze. Thermopylen. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Mhm. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht. Aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Sag mir, warum wir hier sind. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach. Aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Meinen Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Das ist doch die Schlacht, die wir gespielt haben. Ja. Ihr kämpft bis zum Schluss. Herodotos! Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Warum stand niemand Sparta bei? Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause. Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Was geschah mit Leonidas? Was geschah mit Leonidas nach der Schlacht?
Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte. Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Was geschah mit dem Verräter? Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut. Aber auf Verrat folgt Verrat. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Du wusstest, dass das passieren würde. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation, von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Wir sind jene, die vor uns kamen. Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Wir segeln nach Andros. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Was? Wir erkunden gar nicht mehr diesen Ort hier. Was will ich? Was will ich? Doof. Nee. Das tue ich nicht an. Ich will erstmal erkunden, oder? Oh, ich weiß ja nicht, ich will aber erstmal erkunden. Ich will jetzt gar nicht, weil das ein neues Gebiet ist. Achso, okay, dann. Ich habe nichts gesagt. Moment mal, ich bin hier noch auf dem Schiff. Heißt, ich kann theoretisch. Wo muss ich hin? Ist in diesem einem Ort, wo wir schon mal waren? Aber wo ist denn das? So groß ist das Gebiet ja auch eigentlich nicht, ne? Weißt du, ganz theoretisch. Kommen an Bord der Adrastea, Herodotos! Wo ganz theoretisch. Also ist ein eigenes Kapitel, okay. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht. Brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpeno? Er ist... wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert.
Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen Sie nach meiner Mutter. Ich muss sie finden, bevor Sie es tun. Und ich glaube, Sie werden jeden bekämpfen, der Ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult! Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte mein Bruder sein. Dein Bruder? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das? Aber keine Sorge. Der Kult des Kosmos hat jetzt 3 neue Feinde. Und eine davon kämpft wie Athena und scheißt Donner wie Zeus. Wir werden den Zorn der Götter über ihnen entfesseln. Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen! Zuerst müssen wir nach Andros. Dann halt nach Andros! Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen. Was meinst du? Tja, sie ist alt und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt. Und wir müssen dasselbe tun. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Nun, da ihr Spiel einmal davon ausgeht, dass ich jetzt gerade schon Schiff fahre. Witzig. Material haben, können wir den Schiffsrumpf verstärken. Gepriesen sei Poseidon. Wie die Faust des Meeres wird sie unsere Gegner zerschmettern. Ah, geil, wir haben es schon mal geschafft. Ich glaube, ich werde meine Meinung umändern. Wir werden in der nächsten Folge dann erstmal die Quest hier machen, obwohl ich ganz gerne erstmal erkunden möchte, aber das Spiel geht wohl irgendwie momentan davon aus, dass ich das tatsächlich erstmal mache. Das wäre ganz witzig gewesen eben. Wir schieben das auf. Ich werde das natürlich noch erkunden. Klar, ist klar. Guck mal, das ganze Gebiet hier, was wir nicht einmal uns angeguckt haben, wäre natürlich sehr schade, wenn wir uns das nicht angucken würden. Wäre auch nicht sehr gut. Deswegen werde ich es mir angucken, aber erst. Wo ist denn das zum Teufel? Erstmal ohne Witz. Oder ist es gar nicht im der Insel Andros. Hier ist die Insel. Ja, können wir mal hier hingehen, ne? Würde ich sagen, guter. Oh, hier ist ein Kultist. Ah, geil, gut zu wissen. Auf jeden Fall, gut, wir nehmen erstmal hier auf diese kleine Insel. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja auch egal. Passt schon. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dass wir erstmal hier hinreisen und dann später uns hier mal drum kümmern. Eigentlich ist es dumm. Ah, ich weiß nicht. Okay, ich werde jetzt sowieso aufhören hier, ne? Und dann überlege ich mir das jetzt mal, wie ich das nächstes Mal mache. Entweder mache ich einmal das oder das andere. Ich weiß es noch nicht so genau. Muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Und ich finde es geil, dass man so Zwischenbelohnungen bekommt, wenn man die aufhält. Die Kultisten. Diese Kultistenschweine! Von wo habe ich das doch mal? Kultistenschweine. Diese verdammten Kultistenschweine. Ah. Abanti-Inseln. Wem gehört das? Den Scheiß hier uns? Oder den. Gar keinen. Mhm. Ah, im Kopfgeld wieder, ja.
mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie wir es angehen würden, ob wir nicht erstmal das hier machen. Mal gucken. Haut rein, wir sehen uns nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi, bis bald. Air Pirates oder bis morgen.